Willkommen zurück im Wilden Westen. Wir sind ja noch eben unsere nice Schnapsbrennerei, wo wir uns ja jetzt unten eine kleine Bar gekauft haben, etc. Allerdings haben wir ja keinen Bargeber, wie wir festgestellt haben. Ich weiß nicht, ich weiß noch am Anfang, man musste sich auch den französischen Koch, ne? Also die, was heißt den Koch, den französischen Schnapsbrenner, musste man sich auch aus in der Quest holen, sozusagen, ihn retten. Von den Bösen und dann hat er für einen gearbeitet. Ich weiß nicht, ob es irgendwann eine Quest für einen Barkeeper gibt oder ob man einfach einen Barkeeper haben kann. Kein Plan, ne. Kein Plan. Erstmal unser Pferd rufen. Das sieht schon einfach schön aus hier, ne? Also landschaftlich ist das. Sind die USA schon einfach sexy. Muss man einfach so sagen. Was haben wir denn hier, wenn wir jetzt hier Kopfgeld machen an dem komischen Bahnding hier, oder was? Ach, warum nicht? Dann machen wir erstmal ein Kopfgeld. Da ist auch noch irgendjemand, das ist der Eldentyp, glaube ich, ne? Ja, von dem mache ich aber nicht so gerne Sachen. Haben wir jetzt hier vielleicht mal einen, der ein bisschen mehr bringt als nur eins? Wie sollen wir denn bitte schön vier auf einmal uns gönnen? Ja, dann wird's wohl, Theodore Gordon, würde ich sagen. Theodore, nimm dich in Acht. Nimm dich in Acht. Ach, Cornwall Kerosin und Kerosin und Tee, ist ja auch direkt hier vorne, ne? Beobachte unbemerkt die Gegend und warte auf die Zielpersonen. Liefere sie lebendig ab, um die volle Belohnung zu erhalten. Tote Zielpersonen sind weniger wert. Ja, das ist gut, das kann ich nachvollziehen. Oh, da ist es. Ach, das sind Pferde. Okay. Mister? Ich hab gerade überlegt, ob das die Pferde waren, die ich in der Story immer hatte. Diese Shire Horses. Ich glaube, die waren noch ein bisschen größer. Haben wir hier wieder das Maultier? Ja, ne? Können wir das eigentlich einfach nur so mal als Probe, wenn wir ihn jetzt hier so fangen? Achso, ne, dann steigen wir automatisch ab. Ne, okay, das will ich. Ich dachte, vielleicht können wir ihn einfach, während wir auf dem Pferd reiten, können wir ihn so hinter uns her leiten, sozusagen. Einfach nur, hatte jetzt keinen Sinn, diese Idee. Ich wollte es einfach nur testen. Was ich auch mal gerne noch testen würde. Ja, das verrate ich euch noch nicht. Mal gucken. Kerosin und Teer. Mal gucken, ob wir jetzt hier jemanden abknallen müssen. Oder wieder warten oder ihn einfach irgendwo einsacken. Es gibt auch so Kopfgeldmissionen. Da musst du so Spuren verfolgen. Ja, da hast du dann hier, oh hier, dann geht die Pferde da lang. Dann liegt da ein zerbrochener Holzkarren oder sowas. Von da musst du die Spur dann weiterverfolgen, bis du ihn gefunden hast. Aber Cornwall, Kerosin und Tee hört sich wahrscheinlich ehrlich gesagt eher nach Ballerei an. Was sind das für Kollegen da oben? Ach, ganz normale Kohlgraben. Die sahen so groß aus, aber ich glaube, Kohlgraben sind sogar die größten Grabenkrähenarten. Ich glaube schon, ne? Ich bin ja noch gar nicht da. Was mache ich denn hier? Guck mal, wie brav das Pferd hochgehüpft ist, nicht dagegen gerannt. Super. Zielperson könnte fliehen, wenn die Gegner alarmieren. Wenn die Gegner alarmiert werden. Achso, wir müssen wieder ein Versteck finden. Das kennen wir ja schon. Ein Versteck finden. Und dann warten, bis er kommt. Easy. Easy. Tja, wenn er von da drüben kommt, ist natürlich hier ein Shit-Versteck. Das gebe ich zu, ey. Oder einfach hier so hinter. Wir dürfen das eigentlich nicht sehen, ne? Ich finde meine Frisur übrigens ziemlich cool, ey. Seht ihr, da ist noch so ein bisschen so ein geflochtener Zopf mit integriert. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Da werden wir uns in die Sonne stecken, kann man vielleicht besser sehen. Wenn ihr das sehen? Den integrierten Zopf, also so geflochtenen integrierten Zopf. Das ist schon nice, ey. So ein bisschen, so ähnlich wie, ich weiß nicht, ob ihr Charles noch aus der Story kennt. Ein bisschen so eine coole indianermäßige Frisur. Na, wo kommt er denn? Was ist das überhaupt für ein Turm da drüben? Seht ihr den? Einfach nur ein Überwachungsturm oder was? Kein Plan, ne? Können wir mal gucken gleich. So, wo kommt der Typ denn jetzt? Karte vergrößern. Von da kommen Leute. Okay, unser Pferd hat sich auch sehr gut versteckt dort im Gebüsch, wie ihr sehen könnt. Sehr gut, ey.
Einer von denen ist es, ne? Er, da ist es. Okay. Dann werden wir wohl mal das Lasso bereit machen. Gucken, ob wir... Komm, wir holen ihn uns schnell hier runter. Hallo! Jetzt ganz schnell fesseln und dann geht's zur Ballerei. So, jetzt aber schnell hier die Waffe wechseln, sonst... sonst passiert hier ein großes Malheur. Oh, was ist denn das? Eine Scheiße. Okay, wir treffen ja ganz gut. Mit unserem Dead Eye. Mit unserem Eagle Eye. Ja, wo ist der? Da oben, du Drecksau. Wir verschanzen uns mal lieber kurz hier hinter. Ey, sicher ist, das ist nicht da hinter dem Container, hinter den Kisten verschanzen, Bruder. Da haben wir wieder einen kleinen Kopf. Hey, wir haben den Kopf geschossen. Kurz nachladen, ey. Ja, lauf ruhig davon. Wir laden ganz in Ruhe nach. Wir sind hier relativ safe. Wo ist der letzte Typ? Da. Okay. Ja, wir können auch ein paar plündern, why not, ey. Nicht alle, das dauert ja 50 Jahre viel zu lange. Und wir haben es ja im Moment ganz gut. Wir haben ja ganz gut Money. Aber dich plündern wir auf jeden Fall, kleiner Mann. Wieder was Neues gefunden. Tennessee Whiskey. Hm, schön. Den könnte ich mir auch in Real Life jetzt ganz gut einverleiben, ehrlich gesagt. Sammlerstücke von gegnerischen Nichtspielercharakteren geplündert. Okay. So, kommen wir hier rauf auf unser Pferdchen. Und jetzt zum Sheriffbüro von Valentine. Ach, halt doch dein Maul. Sei nicht so unverschämt zu uns. Wir haben die immerhin nicht erschossen. Musst du zugeben. Du hättest auch tot sein können. So musst du immer nur im Knast verrotten oder auf deinen Prozess warten. Besser als direkt tot. Du hast noch die Chance zu fliehen oder so. Musst du zugeben. Ach komm, hör da auf, mich zu beschimpfen. Das hilft dir auch nicht weiter. Ja, das ist aber wahr. Da, okay, da müssen wir ihm mal zustimmen. Wir sind ein harter Kerl. Das ist vollkommen korrekt. Na, du? Ich habe hier einen Verbrecher dabei. Bist du neidisch? Vielleicht ein bisschen Money kassieren? Nee. Nö. Du bist da richtig in den Knast gesteckt, Chef. Guck mal, die anderen, wir haben da unten auf der Karte immer die kleinen roten Felder gehabt, wo angeblich Gegner kommen, aber sie waren einfach nicht schnell genug, ey. Weil wir einfach so ein nice Pferd haben und so gut reiten können, natürlich. Klaro. So, Valentine, hier sind wir schon wieder. Auch die Sicht hier, guck mal. Valentine ist auch schön gelegen, ne? Da guckt man schön auf die Berge, auf die verschneiten Berge. Aber wir wollen ihn jetzt hier auch nicht liegen lassen. Wir wollen ihm schon seiner Knastzelle... in seine Knastzelle bringen. Aber was, Valentine ist ziemlich matschig. Muss man einfach so sagen. Ich weiß noch, in der Story haben wir uns hier mal geprügelt. Mit so einem richtig großen Typen. Da haben wir uns richtig im Matsch mit ihm gekloppt und waren einfach richtig schmutzig danach. Hier, hallo, ich hab was. Good business. Damn good business. Danke. To each their due. Money's on the table. Super. Okay, es wird schon wieder dunkel. Es wird einfach immer nur dunkel. Dunkel, dunkel. Ja, was haben wir denn heute für Daily Quests? Das ist eine gute Frage. Das war mal wieder der falsche Knopf. Das kennen wir ja schon. Hier ging das, ne? Allgemein. Truppenmitglied. Geschäft in Strawberry besucht. Ja, nach Strawberry können wir von mir aus hin. Das ist okay. Schildkröten gehäutet. Nein, nein, nein. Sowas machen wir nicht. Sowas machen wir nicht. Wettkampf Kräuter sammeln. Okay, was haben wir hier? Evening. Kopfgeldjagden innerhalb einer Stunde abgeschlossen. Komm, das machen wir. Machen wir direkt noch eine Kopfgeldjagd. Ist mir egal. Mitten in der Nacht.
Wenn der Mond gleich im Himmelszelt thront, dann ist es auch nicht mehr so dunkel. Oh, hier können wir einen 2-Dollar-Kollegen machen. Fantastisch. Und irgendwann machen wir halt auch mal... Machen wir auch mal eine von den legendären Missionen. Ich habe früher einfach immer... Weil man da, je mehr man wartet, bevor man sie abschließt, desto mehr Geld bekommt man natürlich. Und das ist wirklich ziemlich viel, was man dann bekommt. So habe ich einfach immer... Dann habe ich früher angefangen, habe die Mission gemacht, habe den Typen gefangen und habe dann kurz vor dem Ziel die ganze Zeit gewartet. Habe währenddessen was zu essen gemacht oder ein bisschen was anderes gemacht und dann gewartet, bis die Zeit fast abgelaufen habe, ihn dann abgegeben. Eigentlich soll man das ist ja aber... Money is money, ne? Ah, die kommen wahrscheinlich hier lang dann, schätze ich mal, ne? Ich finde die Gegend so schön. Na? Ach so, nicht, dass er da oben jetzt langkommt. Das ist natürlich Shido Grando, ey. Aber ich habe so das Gefühl, dass genau das passieren wird. Ach, Mann, man wird auch immer nur verarscht, ne? Wo kommen wir denn hier wieder hoch? Pferd, schaffst du das hier so easy hoch? Ja, ne? Unser Pferd ist ja ein Meisterpferd, ey. Gar kein Problem. Hey, jetzt aber nicht im Stein hängen. Das hatten wir mit unserer komischen, klapprigen Schindmähre schon. Das fand ich nicht so gut. Dann habe ich es nachher gesprengt. Das soll dir nicht passieren, mein liebes Pferdchen. So. Hä? Alter, das ist ja richtig, weil der ist ja richtig schön unterwegs. Was soll das denn? Ich dachte, der kommt jetzt hier ganz entspannt lang geritten. Ja, okay, dann das wird dann wohl mal eine richtige Verfolgungsjagd hier, okay? 1, 2, 3 Polizei. Yeah. So, okay, dann wollen wir mal hier jetzt gucken. Wollen wir ihn mal einsacken, den kleinen Schweinekerl. Da steht sein Pferd, also schießen wir natürlich nicht, da kann er ja nichts für. Das muss ja auch nur seinem Herrchen gehorchen. So. Ja, ich würde sagen, wir nehmen die Pistols. Wieso haben wir nicht die gleichen Pistols? Oh nein, wieder vergessen, das umzuändern. Shit. So, 5 Minuten haben wir jetzt. Er ist hier in dem Hütchen. Oh. Ich glaube, er wurde bemerkt. Komm, wir ballern sie alle richtig über den Haufen. Hey. Nachladen ist immer so eine Sache. You will make me suffer? Ich glaube nicht, ey. Aber ein nicer Song von Cannibal Corpse ist das. Komm, mach dein Köpfchen hoch. So, 4 Minuten. Aber ich hoffe, wir haben nicht 4 Minuten dann noch mit abgeben. Wenn wir ihn in 4 Minuten abgeben sollen, das wird ja ein bisschen knifflig. Na, wo ist dein Köpfchen? Ja, mal, was ist das Ding hier? Oh! Dann können wir die Köpfchen noch ein bisschen besser sehen. Denn hier im Grünzeug kann ich die immer nicht so genau erkennen. Das gebe ich ganz offen und ehrlich zu, da will ich nicht lügen. Da will ich nicht lügen, es ist einfach so. Hier irgendwo ist hier noch einer. Aber wo? Ach, genau hier. Ne, wo ist er? Ich sehe ihn einfach null. Oh Gott! Was war da denn los, bitte? Der hat hier einfach einen scheiß Machine Gun unterwegs. Das kam doch ein bisschen unerwartet. Gonna meet your maker. Ja, ihr aber auch. Oh. Wo ist er jetzt? So, da ist der letzte. So, jetzt rufen wir das Pferdchen ganz schnell, bevor hier mal wieder passiert. Ey, wir fangen den erstmal ein.
Wir fangen den erstmal ein, denn ich habe das Gefühl, es kommen hier einfach unendlich Leute. Kommt das Pferd schon angelaufen? Würde ich ganz gut finden, ehrlich gesagt. Aber hat wahrscheinlich keinen Bock auf Ballerei, das kann ich auch verstehen. Oh doch, wir müssen innerhalb von 2 Minuten jetzt zum Gefängniswagen. Oh shitty boy, yeah. Oh shitty witty. Komm, Abfahrt. Baileys Abfahrt. Hoffentlich ist der Gefängniswagen nicht so weit weg, ey. Aber dann kriegen wir immerhin volles Money. Weil wir es erst so spät abgeben. Wir haben wieder irgendwas überfahren. Komm, ich habe keine Zeit für euren Scheiß da. Ich muss hier ganz schnell reiten jetzt. Da kann ich mich nicht mit euch beschäftigen, wenn ihr da auf mich schießt, ihr kleinen Drecksschweine. Immerhin zum Gefängniswagen und ich bin in irgendeine City. Ich glaube, die Cities wären zu weit weg gewesen, alle. Oh, schon wieder was überfahren. Hm, Mist. Aber wenn die auch immer genau vor unser Pferd laufen, ne? No good son of a bitch. Ach, was soll das denn? Was fällt dir ein? Können wir irgendwie mit einer Knarre auf den Kopf hauen, wenn er da hängt, ey? Für solche Kommentare. Das war nicht sehr nett. Ah, hier war der legendäre Wolf. Das weiß ich noch, ey. In der Story. Und das ist, glaube ich, das Camp von Hamish hieß er, glaube ich, der alte Kriegsveteran, mit dem wir immer angeln und jagen waren, ey. Ach, hier ist der Gefängniswagen, ja, Gott sei Dank, ey. Hier, bitte, ich habe hier was, bitteschön. Well, it's a long trip. You want to confess to someone? Ask for a damn priest. Don't spend it all at once. Ja, okay. Dann würde ich sagen, wir begeben uns mal nach Strawberry. Das heißt, wir schlagen jetzt hier irgendwo ein Lager auf. In der Gegend. Ich weiß gar nicht, wo wir sind, ehrlich gesagt. Ja, das kommt hin. Haben wir es jetzt hier irgendwo in der Nähe bekommen? Da drüben. Na gut, aber was soll's, ne? Eine Stadt ist ja auch nicht näher dran, von der wir fast traveln können. Also ab zum Camp. Ich glaube, wir müssen leider auch eine Mission machen, um die ganzen Güter wieder aufzufüllen, ne, im Camp für Crips. Oh, da kommen wieder Wölfe. Oh, nee. Ja, sollen die halt herkommen. Sollen sie machen? Ich kenne da nichts. Ich kenne da keine Gnade. So. Ich sag's, wie es ist. Ich hätte ihnen nichts getan, ich wäre weitergeritten. Aber wenn sie mich angreifen, kann ich nichts machen. Ach nee, aber nicht noch mehr Wölfe jetzt, bitte. Wir können ja nicht jetzt hier alles, weil wir 2 Meter Wölfe haben hier. Au! So, wo soll denn das Camp sein? Da oben auf dem Felsen drauf. Okay. Da hat Krips sich ja ein schönes Plätzchen ausgesucht, ey. Das Wetter ist zwar ein bisschen shitty-witty, aber da kann Krips ja nichts für. Oh, Krips, das ist ein guter Punkt. Das finde ich gut. Krips, ich habe leider keinen Bock, jetzt eine Mission für dich zu machen. Das muss ich dir ganz ehrlich so sagen. Krips, tut mir leid, aber wir bestellen mal Vorräte für dich. Komm, wir bestellen mal Vorräte. Impatient, ain't you? Ja, ja, nee, ungeduldig nicht, aber ich will ja auch nicht, dass du hier faul rumhängst den ganzen Tag. Während wir uns in der Wildnis rumtreiben und ein paar Leute fangen. Sollst du auch was zu tun haben. So, was wollten wir jetzt? Ach, wir wollten nach Strawberry, ne? Besuche ein Geschäft in Strawberry, war nämlich die Ansage. Attacke. Da sind wir, Strawberry. Guten Tag. Es ist immer noch Nacht, obwohl wir jetzt einfach nicht lang geritten sind. Es ist 2.41 Uhr. Es hat 10 Grad Celsius. Okay. Ist auch kein Mond zu sehen, weil die dreckigen Regenwolken hier alles verhängen. Ja, eigentlich können wir mal... Ach, das hier, der Butcher zählt schon als Geschäft. Okay, nice. Das war ja ein kurzes Vergnügen. Ich möchte gerne mal gucken. Ach so, nee, wir haben hier nichts abzuholen, sondern nur wir haben da Munition uns hinschicken lassen mal. Wir können eine Munition bei dem Dingens da abholen. Okay, dann möchte ich mal in meine Lieblingsgegend reiten, ey. Die ist nämlich hier, meine absolute Lieblingsgegend. Ob man eigentlich, wenn man sich an einen Vogel anschleicht, einen Vogel mit einem Lasso fangen kann?
Das würde mich mal interessieren, ob man einen Vogel mit einem Lasso fangen kann. Nee. Oder allgemein Tiere mit dem Lasso fangen. Kann man ein Krokodil mit dem Lasso fangen? Wer weiß, ey. Vielleicht kann man auf Krokodil reiten. Aber hier ist nichts mit Adler heute. Okay, ist auch mitten in der Nacht. Der hat wahrscheinlich Besseres zu tun, als da zu chillen. Das Schlechte ist, ich sehe auch nichts. Irgendwo da vorne ist ein Hase. Da hocken manchmal Biber da unten. Sag mal, Wolken, könnt ihr mal euch jetzt hier verdünnisieren, bitte wortwörtlich? Und mal die Sonne wieder herschicken oder halt den Mond erscheinen lassen. Geht doch nicht, dass ihr hier einfach die ganze Zeit Stress macht. Uhu. Wieder so ein riesiger Uhu, ey. Der war so groß, den wir mal gefangen haben, ey. Uiuiui. Kann man einen Biber mit dem Seil fangen? Das werden wir jetzt austesten. Ja, ich sag mal so, wenn man natürlich nicht den Biber nicht trifft, sind sie im Wasser. Sind wir schnell genug? Mann! Entweder man kann es nicht, man soll es nicht, oder wir sind zu dumm. Das sind beides sehr wahrscheinliche Varianten. Das sind beides sehr, sehr wahrscheinliche Varianten. Hallo, kannst du bitte mal heller werden hier? Na, vielleicht haben wir hier noch irgendwo ein Tier, was wir fangen können. Den Pferde kann man ja nun mal auf jeden Fall mit dem Lasso fangen. Aber weil man sie auch einreiten kann. Wenn man jetzt so einen Hirsch fängt, ob man den dann... Kann man einfach einen Hirsch als Haustier hinter sich herziehen? Kein Plan, nee. Ist hier irgendwo ein Hirsch? Ja, die Hirsche hauen ja noch schneller ab als alle anderen Tiere, ne? Mensch, wieso gibt's denn hier nichts? Das Pferd kann schon mal wiederkommen. Oh, wird's etwa heller? Man glaubt es kaum. Aber ich glaube, das ist nur ein Trugschluss. Ist noch mitten in der Nacht. Oh. Das war ein Hirsch. Okay, Menschen können wir mit dem Lasso fangen. Das wissen wir ja. Ungefähr so. Das wissen wir ja, easy. Können wir ihn einfach... Können wir ihn eigentlich so hinterherziehen? Wenn wir zu Fuß laufen? Ja, können wir machen. Oder ich muss mal kurz was testen. Wir lassen dich gleich wieder frei. Ich tu dir nichts. Du hast mir auch nichts getan. Du musst nur kurz für Experimente herhalten. Aber das klappt. Man kann ihn hinterherziehen. Ja, komm, wir lassen dich. Lauf ruhig weiter. Lauf ruhig weiter. Nee, Bruder, ist alles gut. Oh, der hingegen. Also der. Das geht ja so nicht. Guck mal, wir haben gesagt... Wie wir versprochen haben, wir haben ihn wieder freigelassen, den Typen. Er war uns nicht böse. Du hingegen, wir haben ihm erklärt, wir mussten noch ein Experiment machen, alles gut. Und er hat zwar kurz geschimpft, ist aber dann weggelaufen. Dann allerdings kam dieser Kollege, hat auf uns geschossen. Und das geht natürlich nicht. Man kann, oh, da ist ein anderer Spieler. Ist er uns böse gesonnen? Hoffentlich nicht. Ich werde ihn jetzt hier nämlich runterschmeißen. Entweder er findet das gut und applaudiert mir gleich, oder nicht. Oder er ist sauer auf mich. Wir werden sehen. Auf jeden Fall bist du jetzt entlassen, denn du hast auf mich geschossen. Okay, das war seltsam. Das war sehr seltsam. Er kommt. Wollen wir ihn fangen und auch runterschmeißen? Mal schnell abhauen. Nö, guck mal, wir stehen uns hier neben ihn. Ja, hast gesehen, ich hab den Kerl da runtergeschmissen, ne? Da unten ist er jetzt irgendwo tot ertrunken. Komm, wir winken ihr mal zu. Oh, nice, das ist aber lieb. Ich bin entzückt. Dann winken wir nochmal und hauen ab. Na,
Nice. Und jetzt tschüss. Das war schön. Guck mal, was für nette Menschen es gibt. Ist das nicht einfach nice? Jetzt pfeift sie uns hinterher. Sie ruft ihr Pferd. Und wir hauen ab. Denn das hier ist meine Lieblingsgegend. Sieht nicht einfach schön aus. Berge, so ein schöner See. Überall Bäume. Guck mal, der wollte schon wieder an unsere Spur reiten. Oh, das war doch gerade sehr erfreulich. Sie hat uns beobachtet, wie wir den Typen da runtergeschmissen haben. Hat das gutiert. Hat dann runtergeschaut, wo er ist. Dann haben wir... Ja, das sag mal, nett. Das ist ja völlig anders als in GTA Online. Wo man einfach sofort... Kaum beschreibt man den Server, wird man richtig abgeschossen. Hier sind die Leute nett. Und freundlich sagen, howdy, Partner. Winken einem zu. Werfen einem sogar Küsschen zu. Züsch. Züsch, sag ich da. Züsch. Können wir ein Wildschwein mit dem Lasso fangen? Können wir ein Wildschwein mit dem Lasso fangen? Ist die neue Aufgabe und die neue Frage. Ja. Und was machen wir jetzt mit ihm? Ach, dann können wir es töten. Oh. Okay, wir können Tiere mit dem Lasso fangen. Oh nein, das ist ja... Das ist ja schrecklich. Oh nein. Ich will dich gar nicht töten. Nein, nein. Nein, 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 ich lass dich frei. Du warst ja auch nur ein Testobjekt. Genau wie der Mann eben. Du warst ein Testobjekt. Also, man kann Tiere fangen. Kann man auch einen Truthahn fangen? Kann man dich fangen, Truthahn? Ey, komm sofort her. Wir hatten ja noch die Frage, ob man Vögel mit einem Lasso fangen kann. Ja, wenn man trifft, kann man es vielleicht machen. Wenn man gar nicht trifft, ist natürlich eh egal. Du blödes kleines Huhn! Nee, man kann sie, glaube ich, nicht fangen. Okay, Vögel kann man nicht mit dem Lasso fangen. Eine Schande. Eine Schande ist das. Wahrscheinlich ist der Hals zu klein. Was haben wir da vorne? Können wir dich mit einem Lasso fangen? Du bist ja schon wieder ein Truthahn. Neuer Versuch, neues Glück. Nee, guck mal, wir werfen genau auf ihn rauf. Können ihn nicht fangen. Oder Truthahn. Wenn wir dich nicht fangen können, hast du auch nicht verdient zu leben. Das Wildschwein haben wir verschont. Weil es ein Testobjekt war. Was geklappt hat, wohlgemerkt. Hier ist einfach so schön. Guck mal, hier der ganze Lavendel ist das, glaube ich. Überall Lavendel. Oh, ist das schön. Schaut es euch an. Ein Träumchen. Es ist ein Träumchen, ist es. Hier die Aussicht. Hier schöne platte Landschaft. Dann da hinten die Berge. Ist es nicht einfach wunderschön hier? Oh, können wir dich fangen mit dem Lasso? Und dich müssen wir dann vielleicht sogar töten. Und dich mitnehmen zu Krips. Ist es nicht hier einfach schön? Ist es hier nicht schön? Es ist einfach schön. Halt doch mal stehen jetzt. Haben wir ihn? Nee. Komm sofort her, du kleiner Gabelbock. Den werde ich. Den haben wir. Komm her. Komm her. Komm aus dem Wasser raus. Okay, das will er nicht. Er ist... Guck mal, wir können ihn fangen, aber er ist zu stark. Okay. Bevor du uns was tust. Tut mir leid, aber es... Entweder wir hätten dich erschossen und mitgenommen, oder... Oh, wir nehmen dich doch gar nicht mit, denn du hast nur einen Stern. Hehe, sorry. Ja, aber okay, man kann Tiere fangen. Manche kann man sogar mit sich ziehen. Und größere Tiere wie den Kollegen hier, den kann man nur fangen, aber dann nicht mit sich ziehen, weil er zu viel Widerstand leistet. Okay, good to know, good to know. Ist es hier nicht schön? Wenn mir diese Ranch gehören würde, ich würde so eine Party machen, ne? Einfach schön. Es ist einfach schön. Und wir reiten in den Sonnenaufgang. Ah, wie schön.